Guten Tag, herzlich willkommen zu einem weiteren Talkshow-Update am 26.03.17. Und das wichtigste Thema machen wir natürlich direkt vorweg. Was ist eigentlich mit dieser verschissenen Folge Gran Turismo 257 los? Ich glaube, das war jetzt das vierte Mal oder so, dass ich die hochgeladen habe. Und es war immer noch nicht geil. Und ja, ne, da hat halt einfach nach einer gewissen Zeit der Ton gefehlt und deswegen habe ich sie wieder down genommen. Aber die kommt nächste Woche noch einmal. Ne, aller guten Dinge sind tausend. Und diesmal passt es dann auch. Und wer vielleicht das gesehen hatte, was ich da hochgeladen hatte, da hatten wir auch keinen Rennton, sondern ich hatte dann aus Jux Staubsaugergeräusch hintergelegt als White Noise, was auch ganz gut geklappt hat. Aber jetzt ist das so, ich habe mittlerweile meine Verkabelung fertig, sodass ich, ja, als Testlauf, sage ich mal, für die ganze Verkabelung und Aufnahme einfach diese Wiederholung genommen habe, sodass wir dann uns das Ganze in der Wiederholungsansicht angucken und halt auch mit Ton. Thematisch, ja, ist die Folge nicht wirklich GT-spezifisch, also geht ein bisschen um Verkabelung und Aufnahme und die Sicherheitsgeschichte und dies und das. Das also zu GT257, GT6 257. Ja, die kommt dann nochmal. Wir sind ja jetzt auch langsam am Ende von den 24-Stunden-Rennsachen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo wir sind. Das hatte ich ja einmal alles vorgeplant. Das war ein Aufwand, Leute, das glaubt ihr mir gar nicht. Da sitzt du echt Stunden und öffnest dann dauernd immer die ganzen Videos in neuen Tabs und stellst dann das Datum ein und hoffst, dass du es nicht verkackst. Es ist bisher nur einmal verkackt gewesen. Ich glaube, die vom 8. oder 9.2. Die vom 8. und 9.3. kam am 9.2. raus, das war natürlich nicht geplant. Aber selbst das ging noch einigermaßen klar. So, wie ich sehe, sind wir gerade bei 97 von 100. Gut, das heißt also, nächste Woche ist dann auch 24-Stunden-Rennen vorbei. Ich muss ganz ehrlich sagen, 24-Stunden-Rennen, die Folgen waren für mich jetzt so ein bisschen Hemmnis, andere Sachen zu machen. Weil in der Regel habe ich jetzt gerade Anfang der Woche eher Zeit und nicht Ende der Woche. Und dann sitzt du da montags und denkst, okay, ich könnte ja jetzt irgendwas tun. Aber danach kommen, das kann ich ja erst Donnerstag veröffentlichen, da habe ich ja noch Zeit. Ja, und dann hast du eben keine Zeit. Ne, Mittwoch, Donnerstag, Freitag hatte ich halt gar keine Zeit, irgendwas zu tun. Von daher ist dann wieder die Woche irgendwas anderes weggefallen, was nicht 24-Stunden-Rennen war. Und natürlich würde ich für ein eventuell kommendes, nächstes 24-Stunden- oder generell Langstreckenrennen längere Folgen nehmen als 15 Minuten. Ne, der Komfort, dass ich kleinere Stücke hochladen kann, hat sich für mich nicht gelohnt, weil ich es dann doch alles mehr oder weniger zusammen hochgeladen habe. Aber ich sag mal so, während der Bachelorarbeit hätte ich eh nicht wirklich Videos gemacht, von daher ist euch da auch kein Verlust durch entstanden. Ja, ich finde cool zu sehen, dass es das immer noch einige Aufrufe hat. Kommentare nicht so, aber das war auch zu erwarten. Aber naja, langsam ist das 24-Stunden-Rennen dann vorbei. Mein Gott, ist das schon wieder lange her, ne? Wenn ich das so sehe. Alter Schwede. Naja, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich habe mir diesmal aufgeschrieben, was ich haben möchte in diesem Update. Gut, GT 257 sind wir soweit durch. Weiß ich nichts mehr zu erzählen. Das kommt dann einfach nach den letzten 24-Stunden-Rennen. Dementsprechend müsste das Donnerstag sein, wenn ich jetzt gerade richtig rechne. Gut, wir bleiben bei GT. Ich hatte ja im letzten Update kurz gefragt, wie es so aussieht, ob nochmal Lust an Community-Rennen besteht. Ja, ne? Wie sagt man es am besten? Also, ich habe es so aufgenommen, es besteht das Interesse. Durchaus. Aber die Anzahl an Rückmeldungen war weniger, als ich sonst erwartet hätte. Aber das ist mir relativ egal. So mehr oder weniger die Leute, von denen ich es erwartet hätte, dass sie was schreiben, haben was geschrieben und von anderen weiß ich auch, dass sie mitmachen würden. Das Problem in Anführungsstrichen ist, ich würde super gerne das machen, was A1000 vorgeschlagen hat. Nämlich, dass wir praktisch Zufallsautos fahren. Ne, so gut, wie es damals in GT5 war. Und wer GT5 bei mir gesehen hat und ich
Ich habe es, glaube ich, auch in GT 6 schon häufiger gesagt. Ich bin total der Fan von den Zufallsrennen in GT 5 gewesen. Ne? Einfach einstellen, LP, Knopfdruck, jeder kriegt ein Auto. Alles geil. Gegebenenfalls sogar mit Ausgleich, dass die Leute, die halt vorne waren, eher ein schwächeres Auto kriegen und so. Super tolles System, meiner Meinung nach. Es ist nicht immer fair, aber im Großen und Ganzen ist es halt fair. Naja, wenn du Pech hast, dann fährst du halt mit 500 LP auf Monaco und alle haben leichte Autos und du fährst mit dem Panzer. Passiert halt. Dann hast du halt mal Pech. Ja, auf jeden Fall würde ich sowas gerne machen. Und ich habe echt nochmal einige Zeit darin investiert, zu überlegen, wie könnten wir das umsetzen? Wie könnten wir das umsetzen, dass Leute halt nicht hingehen und sich ihre Autos zurecht tunen können? Und da haben wir natürlich einmal die Option zu sagen, dass wir kein Tuning erlauben. Ja. Okay. Da haben wir immer noch das Problem, dass Leute einfach Autos nehmen können, die standardmäßig ohne Tuning besser sind als andere. Und es wäre halt immer noch nicht zufällig. Also ich könnte theoretisch hingehen und sagen, das Community-Rennen ist dann und dann und ab da trainiere ich mit diesem Auto besser zu fahren. Wäre irgendwie nicht so wirklich Zufall. Tja, und da hatte ich halt überlegt, wie könnte man das umsetzen? Und meiner Meinung nach die einzige Variante, wie man das sinnvoll umsetzen könnte, wäre eine Datenbank aufzubauen mit allen Autos, dann ein Webinterface zu machen, wo sich jeder mit seiner E-Mail oder so einträgt und ein paar Stunden bevor dann das Rennen stattfindet, wird jedem eine E-Mail geschickt mit den Autos, die er kaufen soll, die er dann fahren kann. Das wäre natürlich umsetzbar, klar. Ich hatte auch häufiger schon mal Ideen, was mit einer Autodatenbank zu machen und so. Aber in Anbetracht der 1200 Autos und in Anbetracht dessen, dass GT Sport vor der Tür steht, hätte ich es damals gewusst, als die Planung das erste Mal aufkam, dass GT Sport doch nochmal ein ganzes Stück verschoben wird, hätte ich es vielleicht damals doch umgesetzt. Aber naja, jetzt lohnt sich's hoffentlich dann doch wirklich nicht mehr. Von daher können wir das nicht machen. Wir können keine Datenbank mit 1200 Autos aufbauen. Das muss ja alles manuell abschreiben. Ja, lohnt sich nicht. Von daher können wir das leider so nicht machen. Ich habe jetzt noch kein Ersatzthema oder so, was man fahren würde. Vielleicht einfach nur ungetunte Autos und wieder vorgeschriebene Autos oder so. Ich weiß es nicht. Ihr könnt gerne nochmal Meinungen dalassen. Einen Termin habe ich jetzt noch nicht rausgesucht. Ich wollte erstmal GT Sport Beta abwarten. Aber die geht ja, so wie es aussieht, auch länger. Normalerweise dachte ich halt, okay, die Beta geht halt so eine Woche oder so. In Summe. Ne? US ein paar Tage vor EU und in Summe geht das dann eine Woche. Aber naja, ne? Jetzt läuft es schon über eine Woche, anderthalb Wochen. Und es ist immer noch nur US und immer noch nur super wenig Leute, die da Zugriff drauf haben. Wer weiß, wie lange geht der Sport besser noch geht. Und ich möchte halt nicht das Community-Rennen auf einen Termin legen, wo dann nachher doch noch GT Sport EU besser ist und ganz ehrlich, wer hat Bock? Ja. Wer hat Bock, GT6 Community-Rennen zu fahren, wenn man auch GT Sport besser spielen könnte? Von daher, ja, zögern wir das nochmal ein wenig raus, bis da irgendwie Klarheit besteht. Ja, generell GT Sport. Ich weiß ja nicht, wer von euch sich dazu Kram angeguckt hat. Gefällt mir bisher ganz gut. Klar gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir auch denke, das Interface zum Beispiel. Das geht mir alles ein bisschen zu weit in den Fokusbereich. Ne, das geht mir zu hoch. Interface sollte mehr am Rand sein. Ich verstehe so oder so nicht, warum man nicht einfach hingeht und sagt, wir haben diese Interface-Elemente und das ist unser Standard-Layout. Und jetzt kannst du hingehen und du kannst sie einfach dahin schieben, wo du sie haben willst. Ne? Ich möchte zum Beispiel die Karte mitten in der Fresse haben, genau in der Mitte. Ja, mein Gott, wenn du sie haben willst, dann schieb dir das doch dahin. Das sollte technisch eigentlich nicht so schwer umsetzbar sein, von daher würde ich mir sowas wünschen, dass es vielleicht dann zum Release noch kommt oder mit einem Patch. Aber naja, werden wir sehen. Aber sonst, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass GT Sport eigentlich ganz geil wird.
Abgesehen davon, dass wir jetzt noch nicht mehr Content gesehen haben. Ja, wir sehen irgendwie immer wieder den gleichen Content. Die gleichen Strecken, die gleichen Autos. Aber sonst, ich finde, es sieht ziemlich vielversprechend aus. Gerade die Beleuchtung, ne? Oh Gott. Diese Beleuchtung, richtig geil. Finde ich echt schön. Tja. Jetzt weiß ich nicht genau, wie ich die Brücke schlagen soll. Ich schlage die Brücke über... Ah ja, Beleuchtung kann man ja auch machen. Mit Unity. Ja. Ich weiß, schlechte Überleitung. Ich habe da vielleicht so ein, zwei Sachen gesagt in GT-Folge 257, die ich so nicht umsetzen kann. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Und ich möchte es nicht riskieren, das abzuklären. Kann ich ja mal versuchen. Es ging darum, halt irgendwas zu zeigen, was wir gemacht haben. Für Uni-Arbeit praktisch. Und ich weiß im Endeffekt gar nicht, ob ich es zeigen darf. Und da dachte ich mir, ist ja eigentlich relativ egal, wir können ja auch einfach mal in Unity irgendwas von Scratch machen, ja. Wir fangen an und machen einfach mal irgendwas. Wenn ihr Lust darauf hättet. Also einfach mal ein simples Spielchen oder eine simple VR-Experience. Da wüsste ich halt noch nicht genau, wie ich sowas aufziehen sollte. Weil ich möchte halt eigentlich kein Tutorial machen. Es gibt genug Tutorials, die sicherlich besser sind als das, was ich machen könnte. Und ich denke gerade auch, wenn du Tutorials machst, dann... Das braucht ein bisschen Übung, dass du auch dran denkst, die Sachen zu erklären, die du halt unterbewusst einfach immer tust, weil du dich ja einmal dran gewöhnt hast. Also in die Richtung würde ich ungern gehen. Ich würde mehr so machen und nebenbei ein bisschen high-leveliger erklären. Und dann könnten wir einmal ein kleines Spielchen machen. Oder so. Ich finde das mal einen interessanten anderen Inhalt, den man hier bringen könnte, weil andere Spiele als GT, ich weiß nicht, kommt A, nicht so gut an, was leider so ist. Und B, wüsste ich jetzt auch gerade nicht was. Ich hole jetzt gerade Last of Us nach. Aber das spiele ich für mich so. Rocket League spiele ich auch für mich so. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht wirklich. Naja. Rocket League ist auch so eine Sache. Ich habe dran gedacht, die Wiederholungen von der RLCS abzuspeichern. Punkt. Ja. Jetzt ist die Frage, ob es das noch in Videoform geben wird oder so. Ich möchte es nicht alleine machen. Wenn ich es alleine mache, dann wird das eh irgendwann so, dass ich mir das Spiel angucke und dazu was erzähle. Und die ganzen Fehler auf Chris und Regulus blame. Und das will ich nicht. Also wenn, dann müssten wir es irgendwie zusammen machen. Aber naja, war eh so lala. Ich weiß nicht. Ich würde vielleicht sogar eher dazu tendieren, anstatt den RLCS-Sachen jetzt zur neuen Season ein bisschen was zu machen. Das ist, denke ich, sogar interessanter. Aber da entscheide ich mal, wie es so aussieht. Toll, jetzt habe ich die Brücke zur Rocket League geschlagen. Ich hätte auch eine ganz andere Brücke schlagen können. Die wäre vielleicht eleganter gewesen. Mein letzter Punkt auf der Liste ist VR. Wie ihr wisst, habe ich ja eine Vive. Schon etwas länger. Ja. Und mir ist halt auch aufgefallen, dass wenn man nach VR-Let's Plays oder so guckt, da findet man fast immer nur Dinge, auch wenn man wirklich nur nach Gameplays guckt, also halt auch ohne Kommentar oder so, da findet man fast nur Videos, wo entweder ein Kasten in der Ecke ist, von einer Webcam, die den Spieler zeigt, oder der Spieler halt direkt in einem Greenscreen unterwegs ist und dann der Spieler ausgeschnitten in der Welt rumläuft. Dann gibt es natürlich noch die Videos, die es richtig cool machen, die halt noch eine extra Ingame-Kamera haben, die getrackt ist und dann die Person in die Position des Spielcharakters setzen. Das wiederum ist ziemlich cool. Mir ging es halt darum, einfach nur so Gameplay, Let's Play technisch was zu machen, ohne dass ich mich da irgendwo reinpacke. Also wirklich Fullscreen VR-Kram. Aber da muss ich noch ein bisschen technisch testen. Hab letztens schon was gemacht. Kein Ton.
Sehr gut, ne? Aber naja, ich denke mal, in die Richtung würde ich vielleicht auch noch was tun. Formattechnisch ist da halt auch eine Frage, wie man das macht. Denn ich gucke gerade nebenbei GT5, das merkt man, weil ich ab und zu langsamer werde, wenn irgendwas Spannendes passiert. Ja, denn so ein ganzes Let's Play von einem VR-Titel ist halt relativ schwer. Viele Sachen sind nicht storybasiert oder so, daher praktisch endless. Es gibt ein paar gute storybasierte Sachen, aber ich weiß nicht, ich würde erstmal mit den einfacheren Dingen anfangen und gucken, wie es so kommt. Sowas wie Audio Shield zum Beispiel. Oder Budget Cuts. Oder keine Ahnung. Oder eins von den vielen Spielen, die ich mir gekauft habe, aber noch nicht gespielt. Story of my Steam Life. Gut, ich drifte immer mehr ab. Ich glaube, wir haben alles. GT 257, Community Rennen und Sport haben wir abgehakt. Zu Unity habe ich ein Angebot gemacht. Rocket League, ja, gucke ich halt mal selbst, wie wir das machen. Und VR, schon mal so als kleine Teilankündigung, dass da was passieren wird. Oh, da ist Kano aber ganz schlecht gefahren, ganz schlecht abgeflogen. Der kann ja gar nichts, der Junge. Richtig schlecht, oder? Zum Mal fahren lernen. Wer das sehen will, der guckt sich Gran Turismo 5 Folge 97 an. Also nicht Gran Turismo 5, sondern Gran Turismo 5 24-Stunden-Rennen Folge 97. Dann, ciao.